Yo, ho, ho, hier ist der Weihnachtsmann von YouTube und ich bedanke mich schon mal hier, dass ihr bei mir eingeschaltet habt, bei dem Kielkran. Natürlich nicht der Weihnachtsmann, heute das gedacht, auf jeden Fall. Danke schon mal, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer seid ihr hier auf meinem Channel unterwegs. Wie oft konnte ich das jetzt eigentlich sagen in dieser Zeit? Erstmal Luft holen. So, nach diesem Lichtgeschwindigkeits-Intro geht es in einer ganz normalen Geschwindigkeit weiter, hoffe ich zumindest. Ich werde mich auf jeden Fall anstrengen, nicht so schnell zu reden. Und zwar geht es heute wieder um ein Commentary oder beziehungsweise ein Thema, das zweite Commentary auf meinem Channel, was vertreten ist. Und es ist wirklich ganz so poetisch wie letztes Mal, aber ich werde schon versuchen, das so ein bisschen mehr in die themenbasierte Richtung zu wenden und nicht so ein bisschen zu verarschen, weißt du. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch unterhalten kann. Wie gesagt, es kommen immer mal so Commentaries, Live-Commentaries, Rage-Commentaries, so wie gestern, glaube ich. Und ja, also... Im Hintergrund seht ihr übrigens ein 127-25 von mir, spielt auf Nuketown. Heute Morgen erste Runde. Ich habe meine Fähigkeit das erste Mal von 6 auf 5 gestellt. Schnell reden und so. Und zwar, ja, war das mit der VMP halt auf Nuketown. Ich bin ziemlich abgegangen in der ersten Hälfte, waren 70 Kills dabei. Ich würde mal sagen, dafür gibt es schon mal einen fetten Like. Und ja, die zweite Hälfte, die war dann mehr oder weniger anstrengend für mich. Da ist schon das ein oder andere Schimpfwort gefallen. Ihr wisst, was ich meine. COD und so. Aber genau darum soll es auch heute gehen, denn Shooter. Und Gaming und Minderjährige. Das ist so, sind so die drei Stichwörter, die mir dazu einfallen zu diesem Thema. Und zwar geht es eigentlich darum, um diese ganze Kritik um Gaming, um Shooter, um Kinder, die COD spielen, um Amokläufe. Ihr wisst schon, was ich meine. Ihr denkt schon, oh, nicht das schon wieder. Oh. Ne? Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Wir haben ein bisschen Zeit zum Reden. Ich werde das nicht so übertreiben mit dem Reden. Also ich versuche es zumindest. Und ja. Ihr kennt ja diese ganzen Kritik. Ach nee, bevor ich loslege mit dem Commentary. Erstens ist die ganze Idee von dem Commentary von Laylox hat die geklaut. Er hat nämlich für euch, müsste das vor 2 Tagen gewesen sein, ein YouTube-Video hochgeladen mit dem gleichen Thema. Aber ich dachte, ich kann das noch ein bisschen mehr ausbauen. Ich möchte auch ein bisschen mehr meine Meinung dazu präsentieren und ein bisschen argumentieren aus meiner Sicht. Und deswegen mache ich das jetzt. Aber sein Link ist dieses Mal wirklich in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr ihn supporten wollt. Ich meine, ich habe nur 30 Abonnenten, aber ja, ne, wenn jemand Bock hat, schaut bei ihm vorbei. Er macht ganz gute Gameplays, wenn er mal nicht 6-mal hart gespielt. Aber wenn du das siehst, dann keine Grüße gehen raus. Auf jeden Fall. Ja, Gaming. Ihr kennt ja die ganzen Kritiker, die so einen auf Gaming macht süchtig, man hat kein Real Life, wenn man Gaming hat, man stinkt, man vernachlässigt die Schule, man läuft Amok, sagen ja auch mehrere. Und dieses ganze Anti-Real Life Gelabere um Gaming ist meiner Meinung nach wahr. Allerdings nur in Extremfällen. Ja, gut gerettet, ich weiß. Denn ich denke mal, wir sind alle Gamer und ihr wisst ja auch, ich denke mal, ihr habt alle Real Lives, also ich hoffe es zumindest mal. Und es gibt halt die Extremfälle, wo Leute echt zum Beispiel gemobbt werden in der Schule und da ist halt Gaming so die einzig richtige Lösung für die, noch ein bisschen bekannt, also ein bisschen beliebt zu werden, mit Leuten zu reden, die ja nicht mobben und so. Aber darauf will ich gar nicht eingehen. Das sind so die Extremfälle. Aber so wie normale Menschen, sage ich jetzt, ohne jemanden anzugreifen, wir haben ja noch ein Real Life, wir zocken halt gerne. So, und ich möchte das mal vergleichen, weil dieses Gaming macht süchtig. Ja, also erstmal, was ist ein Gaming? Was ist ein Computerspiele spielen? Es ist für mich ein Hobby. Genauso wie YouTube ein Hobby. Wenn ihr jetzt Fußball spielt, das ist auch ein Hobby. Wenn ihr ganz viel Fußball spielt, jeden Tag 6 Stunden Fußball spielen würdet auf dem Bolzer, dann würde keiner sagen, Fußballspielen macht süchtig. Es würden alle sagen, du bist ja richtig gut im Fußball, Mann, mach weiter, so keep up. Und es ist vielleicht auch ein Zufall, aber ich denke, es ist kein Zufall, das war natürlich der beste Satz meines Lebens, dass die Leute, die dieses Gaming oder generell diese moderne Technologie kritisieren, sind meistens schon so im 40er-Jahre-Bereich. Ihr müsst euch mal die Kritiker angucken, ich finde da keine 17 oder 20 ist, der irgendwie meint, dass Gaming süchtig macht und dass ja, Amokläufer das nur machen wie in einem Game und ihr wisst schon, was ich sagen will. Ich glaube, dass hier ganz kleine Differenz zu sehen ist zwischen ja, der alten Generation und der neuen, aber ich will das gar nicht so einen Vortrag halten, deswegen, das war einfach nur die Meinung dazu. Die zweite Meinung, natürlich, Gaming ist ungesund. Was heißt ungesund, wenn man nur davor sitzt und seinen Körper vernachlässigt und die Freunde vernachlässigt, ist natürlich scheiße. Aber es kann auch sein, wenn das so bei euch ist wie bei mir, ich spiele, es gibt Phasen, habe ich im letzten Video schon gesagt, da spiele ich sehr viel, aber ich habe ja trotzdem mein Real Life, wisst ihr, und ich denke mal nicht, dass wir alle jetzt so betroffen sind von diesem Gaming, dass wir überhaupt ansatzweise, ich würde mal sagen, uns selbst vernachlässigen. Und ja, das war es eigentlich zu dem Thema mit süchtig sein und so. Ich finde, jeder hat da seine eigene Meinung zu. Das ist meine Meinung. Jetzt geht's rüber zu diesem Amoklauf-Shit und dass Minderjährige schon lernen, mit Waffen umzugehen. Und das finden die Kritiker ja besonders behindert, ne? Dass Minderjährige dann natürlich schon mit Waffen umgehen können, wenn sie Call of Duty zum Beispiel spielen. Da gibt's eigentlich nur ein Wort zu sagen, was nicht so adäquat ausgedrückt ist. Und zwar seid ihr eigentlich komplett behindert, weil
Ich meine, ich glaube nicht, dass jemand von den Kritikern überhaupt mal Call of Duty gespielt hat und eine echte Waffe auseinandergenommen hat, aber wir wissen doch alle, dass in Call of Duty Viereck drücken ein bisschen leichter ist, als eine Waffe nachzuladen in echt. Und ich denke mal, dass das Argument voll in die Hose ging. Genauso wie mit Amokläufer spielen Gaming-Spiele, da gibt es einen lustigen Spruch zu und das ist meiner Meinung nach so echt einer, du könntest mal analysieren, wenn ich ein Kritiker wäre, dann müsste ich den eigentlich ernst nehmen, weil die sagen ja immer sowas mit 80% der Amokläufer spielen Computerspiele. Und da gibt es so einen Spruch, da heißt irgendwie 100% der Amokläufer essen Brot, verbietet Brot. Verbietet Brot. Ja, das war so meine Meinung dazu, also zu diesem Abschnitt zumindest. Es sind schon 5 Minuten vergangen. Wenn ihr noch da seid, schreibt mal in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare eure Meinung. Was ist das für ein Deutsch, Mann? Ich raste hier aus. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung rein. Hashtag Peace. Weil dann weiß ich, dass ihr es gesehen habt. Und ich finde das immer lustig, wenn Leute so mein Video sehen und das so noch kommentieren. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr es gesehen habt, schreibt das einfach mal rein. Generell ein bisschen längeres Kommentar wie heute. Ich muss aber meine Meinung gleich sagen, das kommt als nächstes. Jetzt werde ich das Ende kurz hier reinschieben und danach meine Meinung. Ist ein bisschen kompliziert heute. Es ist schon 0.52 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Müsste mir mal Armbrot machen, weil ich 2 Wochen alleine bin. Kollege der Boss, Doppeltime Kollege der Boss. Was? Ich habe zu viel Kollege der Boss gesagt. Nevermind. Ich schweife total ab. Also, ich nehme es One-Take auf, by the way. Meine Meinung ist folgende. Dass das mit den Minderjährigen, sie spielen COD, es ist komplett falsch. Ich habe mit 13 angefangen, ich finde das im Nachhinein richtig, richtig, richtig scheiße. Denn ich finde, man kann so eine geile Kindheit haben ohne Gaming. Gaming kann mit 15 oder 16 kann man ruhig anfangen, weil da hat man diese Kindheit nicht mehr, wisst ihr. Aber also ohne Spaß, wenn man mit 12, 13 anfängt, ich sehe auf Facebook und in Call of Duty Gruppen, wer da so alles COD spielt, da muss ich echt sagen, ich als Elternteil würde das jetzt nicht mehr zulassen. Ich denke mal, die meisten hier haben heimlich angefangen zu zocken, so habe ich auch mal angefangen zu zocken. Lass mal Like da, wenn ihr wissen wollt, wie ich angefangen habe. Ist eine ganz lustige Story eigentlich. Aber ich finde so, dass auf jeden Fall die USK-Freigabe berechtigt ist. Natürlich könnte man auch 16 draus machen. Das ist mir eigentlich scheißegal, was es ist. Auf jeden Fall an alle, die 12 sind und mich zuschauen. Ich finde jetzt nur so, dass ihr eventuell eure Zeit ein bisschen besser verbringen könntet. Ich habe es leider ab 12, 13 Jahren nicht mehr so gut verbracht. Ich habe echt durchgesuchtet mein Black Ops 2. Wie gesagt, ist so meine Meinung. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass ihr das Video gut fandet. Ist wieder ein Kommentar, sprich ein bisschen themenbasiert. Den roten Faden mal einmal verloren, aber ich nehme One-Tag auf, 0.53, also nimm's mir nicht übel. Ansonsten, peace out und schreibt unbedingt noch ganz hinten ran an eure Meinung und halt das, was ich im Video gesagt habe, was ihr im nächsten Kommentar für ein Thema haben wollt. Wirklich ein spannendes Kommentar, was ich auch ein bisschen lustiger gestalten kann, okay? Das ist wieder themenbasiert, alles okay. Aber das nächste werde ich ein bisschen lustiger gestalten, okay? Also peace out, ihr Motherfuckers, goddamn true, mo. Homies und so. Ich laber schon wieder kompletten Bullshit. Das ergibt noch nicht mal Sinn. Was war das über für eine Sprache? Ich bin raus. Und gebt dem Video ein Like. Schaut bei Lilox auf jeden Fall vorbei. Er ist diesmal echt in der Beschreibung verlinkt, weil ich die komplette Idee geklaut habe. Und wir sehen uns. Peace out und rein.